Liebe Freunde der Astrologie, ich möchte heute über ein Thema sprechen, welches wahrscheinlich das Wichtigste überhaupt in einem Horoskop sein kann. Saturn-Pluto. Unter Saturn-Pluto verstehe ich Saturn-Pluto-Verspannungen, Saturn-Pluto-Quadrat, Saturn-Pluto-Opposition, aber auch Saturn-Pluto-Konjunktion, weil Saturn-Pluto sind zwei Planeten, zwei Schwergewichte auf Augenhöhe, die sich nicht mögen, die sich noch nie mochten. Und wenn die in der Konjunktion sind, sind die fast genauso verspannt, als wenn sie in der Opposition oder im Quadrat wären. Daher kommt auch, dass ein Saturn-Pluto in Trigon oder Sextil schon einen Hauch von Problematik mit sich bringt, obwohl es sich ja eigentlich hier um einen harmonischen Aspekt handelt. In etwas abgemilderter Form könnte man auch noch Saturn in Haus 8 als einen Saturn-Pluto benennen. Er ist etwas, ich will nicht sagen leichter, aber er ist etwas anders gelagert. Er kommt aber in der ganzen Thematik genau an das ran, was Saturn-Pluto als Verspannung bedeutet. Also wir müssen Saturn Haus 8 da schon unmittelbar einbeziehen. Gut, gehen wir mal ganz langsam voran, weil es doch ein sehr komplexes Thema ist. Und ich hoffe, dass ich dabei auch nichts vergesse, weil das eben sehr, sehr viele Facetten hat. Saturn-Pluto verspannt im Horoskop bedeutet, es treffen sich zwei Schwergewichte. Das eine Schwergewicht hat zu tun mit Willen, mit eisernem Willen, mit Ehrgeiz, mit Wachstum auch mit einer hohen Bewusstheit. Gleichzeitig aber auch, je nachdem, in welcher Schwingung es gelebt wird, mit Festhalten, mit Starrheit, ja, das wäre Saturn. Oder eben Pluto, Pluto als Macht, als Vorstellung, als Zwang und Pluto aber auch als Energie der Transformation bis hin zum Phönix aus der Asche. Auch das Thema Tod spielt da immer wieder rein bei Pluto. So, und wenn die beiden sich jetzt verbinden, die sich nicht mögen und dann auch noch verspannt sind, ist das eine Konstellation, die vor allem erst einmal Druck erzeugt. Ja? Es ist ein riesiger Druck. Und dieser Druck, der bleibt ein Leben lang. Ich würde behaupten, dass dieser Druck kaum abzustellen ist, er ist höchstens zu kanalisieren. Also im besten aller Fälle können wir diesen Druck umwandeln in eine Schaffenskraft. Aber wir werden diesen Druck eigentlich nicht los. Da müssen wir schon Meister werden. Und die Meisterschaft hinsichtlich Saturn-Pluto hat eine hohe Latte. Saturn-Pluto ist im Übrigen eine Konstellation, die wahrscheinlich mit die schwerste ist, die man harmonisieren kann. Also da ist viel Arbeit nötig. Saturn-Pluto steht ja auch für harte Arbeit und steht auch für Machtergreifung oder für Selbstermächtigung. Letztendlich ist am Ende von Saturn-Pluto in der Harmonisierung die Selbstermächtigung angesiedelt. Und genau darum geht es. Saturn-Pluto ist eine Machtkonstellation. Und wenn man mit Saturn-Pluto geboren wird, wird man nicht geboren, dass man in diesem Leben lernt, keine Macht auszuüben, sich an andere Menschen nicht zu vergehen durch Machtausübung, sondern die Macht so auszuüben, dass sie keinem schadet, sondern eher allen nützt. Und das ist schon eine große Aufgabe. Bei Saturn-Pluto im Horoskop kommt es meistens dazu, dass nicht nur Saturn-Pluto sich verspannen, sondern in der Regel ist auch der Mars noch dabei oder vielleicht sogar der Uranus. Das kommt sehr oft vor, obwohl, wenn man bedenkt,
In welchen Zeiträumen das ja nur der Fall ist, ist das schon wieder ziemlich spannend. Das heißt, es komprimieren sich bestimmte Geburten zu ganz bestimmten Zeiten, um eben diese Konstellation überhaupt herzustellen. Wenn zu Saturn, Pluto und Mars noch dazukommt, ja, dann kommt da noch viel mehr Heftigkeit hinzu. Und wenn ein Uranus noch dabei ist, ein Uranus beteiligt ist in der Verspannung, dann hat das auch noch eine explosive Kraft. Was in unseren Kreisen auch oft vorkommt, ist, dass noch ein Chiron mit verbunden ist. Das heißt, dass genau diese Konstellation die tiefe Wunde in einem Leben ist, bedeutet aber auch, dass es eine Konstellation ist, die man als Therapeut eigentlich sehr gut nutzen kann. Das ist aber schon das große Wachstum wieder. Gut, also Saturn-Pluto, könnte man sagen, da geht es um Macht kontra Disziplin. Woher kommt das überhaupt her, dieses Machtthema? Saturn-Pluto ist immer eine Gewaltausübung des Horoskop-Eigners in einem früheren Leben. Immer. Ohne Ausnahme. Saturn-Pluto kann in diesem Leben auf unterschiedlichste Weisen gelebt werden, das erkläre ich dann gleich. Auf jeden Fall ist es in einem früheren Leben gewaltausübend erlebt worden. Das heißt, man hat sich in gewisser Weise irgendwie schuldig gemacht, sofern wir von Schuld sprechen. Eigentlich gibt es ja gar keine Schuld, sondern immer nur Verantwortung. Nur manche haben den Saturn dann in den Fischen oder in Haus 12. Und das geht dann einher mit einem wirklichen Schuldbewusstsein. Schuldbewusstsein, aber auf eine unbewusste Art und Weise. Gut, wie zeigt sich ein Saturn-Pluto im Leben überhaupt? Was sind das für Menschen? Also man kann sagen, ein Saturn-Pluto-Mensch ist sehr schwierig. Sehr schwierig, er ist manchmal auch kaum auszuhalten. Es sind Menschen, die einen brennenden Ehrgeiz haben, einen enormen Geltungsdrang, die nach Durchsetzung streben, die unbedingt Macht ausüben wollen. Diese Machtausübung findet manchmal auch subtil statt. Es ist klar, wenn ich einen Menschen habe, der schon ein höheres Bewusstsein hat und höher schwingt, dass der nicht auf brutale Art und Weise versucht, Macht auszuüben. Aber er wird es doch tun. Also Saturn-Pluto, ich kenne keinen Menschen mit Saturn-Pluto, der, es gibt nur eine einzige Ausnahme, das erkläre ich nachher noch, ansonsten kenne ich keinen Menschen, der nicht auf irgendeine Art und Weise Macht ausüben würde, sei es durch eine subtile Manipulation. Mindestens die subtile Manipulation. Es gibt eine Ausnahme in einer Opferrichtung, das erkläre ich gleich noch. Es hängt immer vom Horoskopeigner ab, auf welcher Ebene das er lebt, wie er schwingt, welches Bewusstsein das er hat, wie massiv dieser Machtanspruch ist, wie massiv diese Macht ausgeübt wird oder wie subtil. Aber sie findet statt, da bin ich mir ganz sicher. Es ist ein regelrecht zwanghaftes Bedürfnis auch nach Machtausübung und Selbstbestimmung, also das beides gehört zusammen. Saturn-Pluto ist in der Lage, dafür hart zu arbeiten und er wird auch alles tun, dass man ihm diese Macht nicht entreißt. Man kann sagen, dass Saturn-Pluto-Menschen auch immer in bestimmten Situationen leben, die etwas zermürbend sind. Also ein Saturn-Pluto lebt in der Regel in keinen harmonischen Verhältnissen, sondern in Verhältnissen, die irgendwie zerrissen sind, wo irgendetwas nicht stimmig ist. Nicht deshalb, weil er nichts Besseres verdient, sondern deshalb, weil er auch diese Reibung braucht. Saturn-Pluto ist einfach eine
doch rohe Energie, die im Außen dann auch einen solchen Spiegel wiederfindet. Nicht selten hat Saturn Pluto auch mit Schicksalsschlägen zu tun. Ja, Pluto, Tod, kommt häufig vor. Also es muss jetzt nicht sein, dass das engste Familienmitglied stirbt, aber es kann sein, dass ein Elternteil früher gestorben ist oder dass bestimmte Situationen in einer Familie immer wieder mit dem Tod zu tun haben oder dass manchmal der Tod durch Krankheit droht oder was auch immer. Das ist aber nicht zwangsläufig so, sondern es ist nur eine von vielen Möglichkeiten. Bei den allermeisten Mars-Pluto-Konstellationen handelt es sich um einen Einzelgänger, der auch sehr stark mit sich selbst ringt. Ich denke, dass solche Menschen wissen, dass sie etwas sehr Rohes in sich tragen und dass dieses Rohe nach Macht und Durchsetzung verlangt, koste es, was es wolle. Und dass dieses Streben, was diese Menschen in sich tragen, auch dem Horoskopeigner manchmal definitiv zu viel wird. Wie kann man es leben? Wie kann man überhaupt einen Saturn-Pluto in diesem Leben leben? Na gut, die einfachste und primitivste Form wäre, dass man diesen Gewaltaspekt auch genauso gewalttätig wieder erlebt, wie man ihn schon in einem früheren Leben ausgeführt hat. Und das sind dann Gewaltverbrecher. Wir haben mit solchen Menschen in der Regel nichts zu tun, weil sich in unseren Kreisen solche Menschen nicht bewegen. Also ich kenne niemanden, auch nicht in meinen Beratungen, der damit zu tun hätte. Ja, also ich kenne keine Kriminellen, die im Gefängnis mal waren, wegen Gewalttätigkeiten von Saturn Pluto. Das heißt, wir haben schon immer zu tun mit einer Ebene von Menschen, die schon viel höher angesiedelt sind. Nicht weit weg von der brutalen Ebene der Gewaltanwendung sind aber auch Gewaltopfer. Also wenn ich einen Menschen habe, der einen Saturn-Pluto dadurch erfahren hat, dass er Opfer geworden ist, Opfer einer wirklich rohen Gewalt, dann ist der hinsichtlich seiner Schwingung in dem Moment nicht weit weg davon gewesen. Mal abgesehen davon, wenn das in der Kindheit passiert ist, das ist wieder ganz was anderes. Hat ja mit der Schwingung, mit der Bewusstheit nichts zu tun. Das ist ja Kindheit. Aber es ist auf jeden Fall ein Erfahren als Opfer. Das sind die zwei Möglichkeiten, die gängigsten Möglichkeiten, aber so, die man sich am ehesten unter Saturn-Pluto vorstellt. Der Regelfall von Saturn-Pluto ist eine Lebensweise, in der man versucht, sich irgendwie durch das Leben zu kämpfen und erlebt immer wieder Phasen der Ohnmacht wie auch Macht, wo man aber jetzt nicht unbedingt Opfer wird. Das kann mal passieren, phasenweise, aber in der Regel eher nicht. Aber wo man immer zu tun hat mit einer gewissen Ohnmacht. Also man wechselt zwischen Ohnmacht und Macht. Entweder ist man in einer Ohnmacht und in einer wirklich depressiven Phase, wo man fast blockiert ist. Erst recht, wenn im Radix Saturn auch noch mit Mars verspannt ist, das ist ja die angezogene Handbremse, da kommt man noch viel mehr in diese Ohnmachtssituation hinein. Oder es gibt dann wieder Phasen, wo man dann so richtig dann kräftig diese Macht auch ausübt und in Streit mit Familienangehörigen, mit Partner, mit Geschäftspartnern oder wem auch immer gerät. Und solche Streitigkeiten können heftig ausfallen. Hier geht es schon darum, dass man sich da selbst versteht und mit einem höheren Bewusstsein sich auch selbst kontrolliert, dass man diese emotionalen Ausbrüche doch in irgendeiner Form ableitet. Also ich würde sagen, das ist eher der Regelfall. Ja, dass man versucht, sich da irgendwie durch das Leben zu kämpfen. Der eine machtvoller, der andere mit weniger Macht, der eine mehr mit Ohnmacht, aber das ist so die Normalebene. Die aus meiner Sicht bedauerlichste Möglichkeit, einen Saturn-Pluto zu leben, ist die der Selbstschädigung, wo sich die Gewalt
gesundheitlich entlädt gegen einen selbst. Einfach deshalb, weil der Horoskopeigner nicht bereit ist, diesen Gewaltaspekt negativ gegen andere Menschen einzusetzen, nicht einmal manipulativ. Das kommt am ehesten bei Menschen vor, die einen Sonne-Neptun haben oder Neptun in Haus 1, wo man schon ein aufgelöstes Ego besitzt. Das aufgelöste Ego bedeutet aber nicht, dass wir generell auf alles verzichten, was mit Macht zu tun hat. Ich kann ja auch ein aufgelöstes Ego haben, um eben die Macht auf einer ganz anderen Ebene auszuüben, im Dienst der Menschen, im Dienst der Menschheit. Das kann ich sehr wohl. Saturn-Pluto hat immer mit Selbstermächtigung zu tun. Und wenn diese Konstellation dazu führt, dass ich mich per degenerative Erkrankung selbst vernichte, dann ist das eine bedauerliche Fehlentscheidung. Es sind ja immer wir, die letztendlich die Ebene aussuchen, in der wir agieren. Auf der einen Seite, wenn ich in diesem Krankheitsfall lande, bin ich immerhin so bewusst, dass ich sage, ich will diese Konstellation nicht bösartig leben und niemanden manipulieren. Auf der anderen Seite fehlt mir natürlich das hohe Bewusstsein dafür, dass diese Konstellation trotzdem ein Auftrag ist, eine gewisse Macht zu leben. Bei den Menschen, die vor allem sehr stark körperlich darunter leiden, mit Erkrankungen, die sie womöglich ein Leben lang beherrschen müssen, mit denen sie sich ein Leben lang auseinandersetzen müssen, kommt sehr oft vor, dass eben auf dieser Achse der Verspannung auch Chiron sitzt. Und Chiron ist eben diese Komponente, wo ich Saturn, Pluto therapeutisch in den Dienst von anderen Menschen stellen kann. Und das wäre wünschenswert, dass dann genau diese Menschen, die sich als gesundheitliche Opfer erfahren, dass die diesen Weg finden, dann eines Tages in der Therapie von anderen Menschen diese Selbstermächtigung finden. Ich habe hier zwei Beispielhoroskope, die ich als Klassiker bezeichnen würde. Und zwar beim ersten haben wir hier eine Konstellation von Saturn in Opposition zu Pluto, Saturn in Opposition Mars, Saturn in Opposition Uranus. Also das hat schon eine sehr hohe Gewalt und Sprengkraft. Ich würde sagen, mehr Gewalt geht gar nicht in einem Horoskop. Schon allein deswegen, weil auch die Lilith noch mit eingebunden ist und die Lilith ja auch hier eine treibende Kraft ist. Die Lilith ist ja doch eine, wenn man so will, diabolische Kraft, und genau auf so einer Achse die Lilith mit aufzuspannen, bedeutet auch in der ganzen Diabolik das zu leben oder zu erleben. Dass hier Chiron auch auf der Achse mit beteiligt ist, ist ein Segen. Das heißt, dass diese wirklich rohe und kräftige Gewalt eines Tages als Therapeut gut verwendet werden kann. Gut für andere Menschen und für sich selbst. Also das ist hier so ein Klassiker. Wenn Saturn und Pluto sich ins Quadrat stellen, ist es eher nicht so, dass so viele Planeten dabei sind. Aber es kann durchaus sein, dass Saturn und Pluto im Quadrat auch noch einen Mars dabei haben. Kommt am ehesten vor. Beim zweiten Horoskop habe ich einen Klassiker, bei dem es sich hier um eine gesundheitliche Auswirkung handelt. Interessant dabei ist hier, dass Saturn ja nicht direkt mit Pluto in Opposition steht, sondern Saturn in Opposition, in einer leichten Opposition, in einer gerade noch Opposition zum Uranus steht und Uranus aber über die Konjunktion Merkur-Pluto eine Brücke bildet, damit Saturn sich noch mit Pluto verspannen kann. Also diese Brücke nennt man Translation. Und obwohl der Orbis hier schon fast ausgereizt ist, bricht diese Konstellation noch voll durch.
Liegt sicherlich auch daran, dass Pluto im Quadrat zum Aszendenten steht und eben Pluto als Mitherrscher von Haus 6 und im Haus 6 nochmal der Neptun steht. Das hier sind also die Auswirkungen auf die Gesundheit sehr stark und leicht erkennbar. Also das ist eine Konstellation, wo sich diese, ja, man kann sagen, dieser ruchlose Gewaltaspekt gegen einen selbst wendet und mit einer gewissen Selbstvernichtung droht. Und diese Selbstvernichtung kommt ja eher daher, dass man diesen Gewaltaspekt auf keinen Fall so einsetzen möchte, dass man anderen Menschen damit schadet. Liegt mit Sicherheit an der Kombination, dass hier in dem Horoskop sich die Sonne im Quadrat zu Neptun verspannt. Wie können wir diese Konstellation Saturn-Pluto beherrschen? Ja, es ist in erster Linie eine Frage der Bewusstheit. Wie Bewusstheit geht, würde jetzt den Rahmen sprengen. Die Frage kommt immer wieder. Es ist so, wir müssen bei dieser Konstellation uns damit auseinandersetzen, dass wir den Auftrag haben, eine gewisse Macht auszuüben. Es ist ein Machtprinzip. Ja, wer dieses in seinem Horoskop hat als Konstellation, muss ein Machtprinzip ausüben. Und bei diesem Machtprinzip geht es in allererster Linie darum, Macht über sich selbst zu erlangen, um dann in einer positiven Selbstermächtigung diese Macht auch umzusetzen im Dienst der Menschheit, im Dienst für eine Sache, im Dienst dessen, was im Horoskop angelegt ist. Das kann ganz unterschiedlich sein. Aber es ist eine Machtausübung mit einem höheren Ziel. Und es geht genau um dieses höhere Ziel und eben um diese Selbstermächtigung. Und man kommt letztendlich nur in eine Harmonisierung dieser Konstellation, indem wir die traumatische Ebene dieser rohen Gewaltausübung aus früheren Leben auflösen. Wir sind eher dazu nicht alleine in der Lage, wir brauchen dazu Hilfe. Entweder wir haben wunderbare Menschen, die uns da begleiten, oder wir können selbstverständlich auch die Spagyrik nutzen. Sie wissen ja, dass bei allen schwergewichtigen astrologischen Konstellationen die Spagyrik wunderbar einsetzbar ist. Und wenn man spagyrische Rezepturen verwendet, dann ist die Konstellation Saturn-Pluto eine der ersten, die man überhaupt angehen muss. Weil wenn ich zum Beispiel im Horoskop ein Schuldthema habe, dann ist das Schuldthema ja immer basierend auf einer gewissen Gewaltausübung in früheren Leben. Und da sind wir schon wieder bei Saturn-Pluto. Alle Traumatisierungen, die ich in diesem Leben erfahre, hängen wieder mit einem früheren Leben zusammen, mit Traumatisierungen in früheren Leben. Das heißt, Saturn-Pluto ist immer am Anfang. Und wenn ich jetzt ein Horoskop habe, wie dieses Beispielhoroskop, wo mehrere Planeten sich in einer Konstellation umsetzen und mehrere Planeten mehrere Traumatisierungen bedeuten, beginne ich trotzdem immer mit Saturn-Pluto, weil Saturn-Pluto die eigentliche Ursache ist, nämlich die Gewaltausübung. Das heißt, ich fange mit einer Rezeptur an, Saturn-Pluto, und kann dann andere Rezepturen im Nachgang einbauen. Das ist der erste Weg, aus meiner Sicht der erste Weg, um überhaupt mit dieser Konstellation klarzukommen. Und gerade bei Menschen, die diese Konstellation gegen sich selbst einsetzen, in einer Art der Selbstvernichtung, ja, bei denen ist es umso wichtiger. Auch wenn wir durch die wunderbare Anwendung von spagyrischen Rezepturen das Grobe dieser Konstellation entschärft haben, wir aus der Selbstvernichtung heraus sind, wir anderen Menschen nicht mehr vorsätzlich schaden, bleibt es dennoch ein gewisser Kampf
um eine Meisterschaft mit sich selbst. Es geht vor allem bei Saturn-Pluto auch darum, die Meisterschaft zu erlangen hinsichtlich der eigenen Vorstellungen. Denn Machtausübung bedeutet immer, dass wir bestimmte Vorstellungen haben. Wenn ich keine Vorstellungen habe, werde ich keine Macht ausüben. Sondern Machtausübung bedeutet immer, ich habe einen Plan und dieser Plan ist immer plutonisch. Und ich werde mit dieser Konstellation erst einen Frieden finden, wenn ich Meister meiner Emotionen und Meister meiner Vorstellungen geworden bin. Das wünsche ich allen, die diese Konstellation im Horoskop haben. Tschüss, bis zum nächsten Mal.